Jetzt läuft's. Servus, hallo. Der Marc vom Peeling Studio Wien und die Jessica ist bei mir. Grüß dich. Hallo. Hi. So, wir haben gerade festgestellt, dass du ein Video eigentlich auch willst, weil du uns aus YouTube kennst. Ja. Und dann machen wir natürlich auch eins. Und du hast gesagt, ich bin genau gleich ohne Video wie mit Video. Genau, super. Das ist auch wichtig. Ich habe gar nicht geschaut, weil so viele, also was sagen, weil die Leute immer denken, bei uns müsste man immer ein Video machen. Die Wahrheit ist, wir machen eigentlich von, also nicht zig Kunden am Tag, machen wir in Wahrheit nur bei einem wirklich ein Video oder zwei. Ja, ist auch so ein bisschen, weil wir filmen gerne mal alles. Aber wenn die Leute einfach auch wollen und dazu passen, dann machen wir natürlich auch gerne ein Video, ist ja lustig. Hast noch ein Andenken, eine ja. Erinnerung sozusagen. Gut, also wir stechen ein ganz normales Zungenpiercing. Das ist dein erstes Zungenpiercing, glaube ich, auch. Sonst hast du Nasenpiercing und sowas. Und Bauch. Und jetzt machen wir die Zunge. Ja. Betäubt haben wir es schon, weil wir erst ganz zum Schluss, eigentlich war schon kurz vorm Stechen drauf gekommen sind, dass wir ein Video will. Deswegen wird es ein etwas kürzeres Video, das ist aber auch mal schön. Dann ist es knackig und eng. Geil mich, Evalin. Hat sie gebraucht, also schnell. Ich beeil mich, ich bin schon fertig mit Stechen quasi. Also, ich habe gesagt, ich will was einschieben. Mit Absicht auf Ziel. Ach, dass ich kein Video machen soll. So sieht's aus, die Wally. Der tut sie mich wieder bedrängen und mich quasi hier nicht was einschieben. Das können wir ja auch, sagt er, einführen noch dazu. Ich meine, da wird es immer schlimmer hier drin. Da kann man alles Mögliche denken, was dir sagt. Also wirklich, das ist ja schon, die gucken Kinder zu, Mensch. So, meine Liebe, wir machen das jetzt recht in der Nahaufnahme mal, weil ich jetzt in letzter Zeit auch mal immer mal die Leute sagen, komm, mach mal eine Nahaufnahme, mal ein bisschen eine Nahaufnahme. Ein Zungenpiercing normal gestochen heißt, wir stechen es von unten nach oben durch, schauen, dass das Zungenband nicht zerstört oder berührt wird und dann machen wir den Schmuck rein und das war's. Okay, passt. Du hast dir einen hellblauen Stein gewünscht, ja. Deine Zunge ist mittlerweile taub, wie ich gehört habe. Ja, und die lebt eigentlich fast der ganze Mund. Der ganze Goschen, ja, das ist normal. zeig mir deine Zunge nochmal kurz, nochmal von unten. Nochmal hochheben. Ja, okay, du hast das Zungenband recht kurz, also das müssen wir etwas schräger stechen, dass es dann oben auch schön liegt. Vertrau mir da einfach, machen wir jetzt einfach. Bist du entspannt, deswegen bist du zu mir gekommen. So. Und da hinten wird gegackert, die drei Hühner kennen sich da von der Fahrschule, ne? Zwei, eine Kundin war schon von mir Kundin, ne? Und jetzt habt ihr in der Fahrschule kennengelernt und festgestellt, dass ihr den gleichen Piercer habt. Ja. Wobei du mich noch nicht hattest, du kanntest mich nur von YouTube. Ja. Und dann sagt, ja, das ist mein Mann, Mensch. Ja, die Welt ist klein, wie YouTube. Ja. So, ich zoome mal das mal ein bisschen her. Ja, fix. Genau, beste ist natürlich, dabei. Dass du auch Schmerzen hast. So schmerzhaft geht das nicht. Ich bin Schmerzen gewohnt, das weißt du. Sie ist mit dir befreundet, verstehst du? Ich hab schlimmste Schmerzen von allen. Oha. Du weißt, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh. BFF, ne? Ja. Sie hat mir in schweren Zeiten geholfen. Und mir auch. Dafür sind Freunde da, würde ich mal sagen. Ich sag nur Sonnenbrand. Haben wir alles jetzt wissen, nein, oder? Nein. Weil die Sonnenbrand würde mich schon interessieren, tendenziell. Also. Nein, ich hatte damals einen Sonnenbrand zweiten Grades am kompletten Schultern und habe in dem Moment auf meine Hände halt nicht bewegen können. Ehrlich? Und halt nicht waschen, Haare waschen, gar nichts und da hat sie mir sehr geholfen. Hattest du echt Glück, dass ich noch deine Nachbarin habe? Ja. Hab ich aber wie ist man, also wie kommt das, wie kriegt man das zweiten Grades hin? Dann muss man sich schon auch anstrengen, oder? Obwohl ich eingeschmiert war und nur im Schatten gesessen bin. Die schafft sowas. Ich hatte richtige fette Blasen. Also ich wollte ich wollte erst schon sagen, du bist ja selber schuld und schön blöd. Na, ich war eingeschmiert. Du hast eingeschmiert, lagst du auf dem Drehboot irgendwie zwei Stunden. Da war ein Volleyballmatch von der Arbeit aus und ich bin nur im Schatten gesessen, aber war eingecremt. Es gibt Leute, die sind sehr, sehr empfindlich. Ja, seitdem ich arbeiten gehe, bin ich ja sehr empfindlich. Ja, schau, du wirst wenigstens danach braun. Ich werde nichts. Oh, ich spiele an die so. Also, dann stechen wir das mal. Du steckst die Zunge jetzt einfach locker raus. Kopf einen Tick höher nehmen. So. Du kannst die Augen offen oder zulassen, wie du dich wohler fühlst. Zunge noch ein bisschen rauslassen. Ganz locker bleiben, dann stechen wir das ganz locker von unten nach oben durch. Das war's schon super. Nicht schlimm, ne? Oh, oh. Der Blick ist, glaube ich, einer der besten Blicke, die ich, glaube ich, gesehen habe. Einer der besten Blicke überhaupt, ja. Super, war da jetzt nur was?
bei den Muppets, oder? Genau, wie bei den Muppets sahst du aus. Der war jetzt gut. Das war super. Aber war nicht schlimm, oder? Demnach. Du kannst wieder normal schauen. Jetzt weißt du, warum wir so beliebt sind. Und? Ja, es ist lang. Sollen wir mal rausstrecken? Perfekt, schaust du im Spiel, zeig's mal her. Schön, oder? Ich will die ganze Zeit mit den Blättern rein. Du bist schon sehr aktiv damit, ja, das geht schon sehr gut. Perfekt. War's schlimm? Nein. Überhaupt nicht, siehst du. Das ist so lang. Ja, das wussten wir vorher. 22 mm, das brauchen wir auch für die Heilung, dass es gut verheilen kann. Die Spuckblase war gerade hübsch. Da freut sich jemand, ne? So, dann haben wir das geschafft. In diesem Sinne sind wir eigentlich schon fertig mit dir. Dann von der Pflege her, wie du es in den Videos wahrscheinlich schon auswendig gelernt hast, nimmst du bitte was zum Zähneputzen gründlich, morgens und abends. Danach die Prontolid-Mundspülung, eine Minute lang ausspülen und ausspucken. Tagsüber den Mundspray so oft, was du, wenn du was isst, trinkst, raus oder geküsst hast, bitte einfach den Mund einsprühen damit, zwei, drei Sprühe reintun, fertig. In 2 bis 3 Wochen wechseln wir das Piercing wieder. Okay. Bis dahin schwimmen gehen nur mit geschlossenem Mund und schwimmen, Haare waschen, sowas darfst du alles normal. Haare färben dürftest du auch. Rauchst du? Ja. Bitte 3 Tage, wenn es geht, wenig oder gar nicht rauchen. Und die Frischmilchprodukte, also alles, was nicht pasteurisiert ist, bitte weglassen. Aber okay. Pasteurisierte Sachen sind kein Problem. Okay, dann danke ich dir fürs Filmen. Wir sehen uns zum Wechseln wieder. Ja. Und danke schön, dass du da warst. Euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.